Hallo zusammen, in diesem Video, beziehungsweise eigentlich soll es ein Podcast werden, möchte ich euch ein bisschen mehr über mich erzählen, über meine Art zu trauen und ja, wie ich zu diesem Job eigentlich gekommen bin. Und da möchte ich gleich anfangen, denn mit dem Thema Trauungen, Hochzeiten allgemein beschäftige ich mich jetzt seit mittlerweile gut 15 Jahren. Ich durfte damals während meiner Studienzeit schon mit der Kamera die ein oder andere Hochzeit begleiten. Und da waren es ja kirchliche Hochzeiten und eben auch freie Trauungen. Und während dieser Zeit macht man sich ja Gedanken, Mensch, wie möchte man das selbst mal haben? Was gefällt eher weniger? Und man legt sich da so ein Bild zurecht. Und während dieser Zeit habe ich schon erkannt, ja, okay, gut, bei freien Trauungen, die Idee gefällt mir sehr gut, aber inhaltlich habe ich so dieses für mich Wahre noch nicht entdeckt, da die freien Trauredner, die ich bis dato kennenlernen durfte, entweder einen komplett esoterischen Einschlag hatten und dazu, sorry, bin ich einfach zu bodenständig, ja, für, dass ich irgendwo die Engel fliegen höre, oder sie hatten einen zu sehr kirchlichen Einschlag. Also nichts gegen die Kirche, ich bin Religionslehrer, ich bin Lehrer für berufliche Schulen, Erstfach Bautechnik, Zweitfach eben katholische Religion, aber ich finde, Kirche ist Kirche und freie Trauung ist freie Trauung. Klar, man kann gerne mal ein Vaterunser beten, aber mein Ansinnen ist es nicht, einen zweiten Gottesdienst daraus zu machen. Denn wenn es nach mir geht, jetzt mal kurz by the way, sage ich, eigentlich sollte man dreimal heiraten, nämlich standesamtlich, kirchlich, wenn man möchte und frei. Dazu aber später mehr. Ja gut, während der Studienzeit, wie gesagt, mit der Kamera Hochzeiten begleitet und ich ging dann ins Referendariat und habe dann ja keine Hochzeiten mehr gefilmt, weil es einfach zu aufwendig war. War dann im Referendariat als katholischer Religionslehrer und Lehrer für Bautechnik und ich hatte eine Kollegin, hallo Susi an dieser Stelle, ja, die mich eigentlich immer ein bisschen so raufgeschossen hat, die gesagt hat, ja komm, da kommt wieder der Weihwasserbiesler und so weiter und so fort, die mich dann am Ende des Jahres verabschiedet hat und hat gesagt, wir waren da feiern und hat dann gesagt, Mensch, Harry, schön, schade, dass wir uns jetzt nicht mehr so oft sehen, aber ich würde dich gerne nächstes Jahr auf meine Hochzeit einladen. Da habe ich gesagt, ja, okay, toll, ja, wann ist das Datum? Ja, Datum habe ich leider noch nicht. Habe ich gesagt, wieso? Ja, ich muss jetzt erst schauen, in welche Kirche ich gehen möchte. Dann habe ich gesagt, hallo, wie, du, Kirche? Du hast mich jetzt ein Jahr immer als Weihwasserbiesler und sonst irgendwas bezeichnet und jetzt kirchliche Trauung. Dann sagt sie, ja, ich weiß, aber zur Hochzeit gehört sich's dazu und ich möchte ein schönes Fest haben und es soll toll sein. Und dann habe ich zu ihr gesagt, naja, hey, warum heiratest du denn dann nicht frei? Warum machst du keine freie Trauung? Dann hat sie gesagt, boah, okay, noch nie davon gehört, was ist das? Und dann habe ich ihr einfach mal so erzählt, wie ich mir das vorstellen möchte. Hatte ja jahrelange Erfahrungen und man hatte im Kopf schon so ein eigenes Bild, wie man sich dann es selbst so vorstellt. Und am Ende des Gesprächs hat sie gesagt, wow, geil, cool, möchte ich auch haben. Wer macht sowas? Und dann habe ich gesagt, wow, keine Ahnung. Habe ich gesagt, ich kenne jetzt keinen. Und hat sie gesagt, ah, toll, das magst du. Dummerweise waren wir feiern, ich hatte tatsächlich 2 Promille und ich habe gesagt, jawohl, passt, mache ich. Ich habe das Ganze vergessen und es war dann April, wo sie mich angerufen hat, wo sie gesagt hat, hey Harry, wir müssten uns jetzt dann langsam mal zusammensetzen wegen der Hochzeit. Und ich so, hä, wieso zusammensetzen, was ist denn los? Dann hat sie gesagt, ja, du machst doch die Trauung. Und ich gesagt, ja, hallo, bitte, ich habe noch nie eine Trauung gehalten, was willst du jetzt? Und dann hat sie gesagt, ja, toll, aber jetzt stehst du auf der Einladungskarte. Und dann konnte ich nicht mehr aus und das war sozusagen meine allererste Trauung, die ich ausformuliert habe und die hat anscheinend so gut gefallen, also die Leute haben gelacht und geweint, also geweint vor Emotionen und gelacht nicht, weil es einfach sehr sympathisch war und darauf lege ich wahnsinnig viel Wert, ja, dass im Laufe der Jahre immer mehr gekommen sind und gesagt haben, Mensch, wie sieht's denn aus? Würdest denn nicht du auch meine Trauung vornehmen? Und ja, im Laufe der Jahre habe ich dann gesagt, so, irgendwann muss ich mich jetzt mal entscheiden, mache ich das jetzt nur für Freunde oder für alle zugänglich? Und seit 3 Jahren habe ich das Ganze angemeldet und bin jetzt sozusagen freier Trauredner. Also kompletter Autodidakt. Ich bin zwar im Nebenberuf, ich nenne es jetzt mal Nebenberuf, unterwegs im kreativen Bereich,
Ich habe eine Veranstaltungsreihe, die in Bayern und Österreich stattfindet. Ich suche den besten Witzeerzähler. Keine Angst, bei meinen Hochzeiten werden keine Witze erzählt. Ich bringe die Menschen anders zum Lachen. Aber trotzdem stehe ich auf der Bühne. Ich moderiere, ich habe einige Moderationskurse belegt. Ich habe Sprecherziehung genossen, auch wenn man es gerade nicht hört, weil ihr sollt ja mich hier kennenlernen, so wie ich bin. Und auch verschiedenste Seminare besucht, sodass ich wirklich auf ein breites Spektrum zurückgreifen kann. Was zeichnet meine Trauungen aus? Ganz einfach, ich lege Wert auf eine bodenständige Trauung mit bodenständigen Ritualen. Also wenn ihr jetzt sagt, Mensch, wir hätten gerne Sandgießen oder Kerzenwachsgießen, ja, da müssen wir drüber sprechen. Also können wir gerne machen, aber mir ist es wichtig, dass ich alles, was ich mache, begründe. Ja? Auch gibt es bei mir, reicht mir die Begründung nicht aus. Ich mache eine freie Trauung, weil ich ein schönes Kleid anziehen möchte. Ich möchte mit meinen Brautpaaren hier wirklich eine Begründung erarbeiten und natürlich auch Rituale erarbeiten. Es gibt verschiedenste Rituale, die ich euch bei einem persönlichen Gespräch vorstellen möchte. Wie sieht dieses persönliche Gespräch aus? In der Regel dauert das Ganze eine Stunde. In dieser Stunde setzen wir uns zusammen und wir strukturieren einfach mal einen Ablauf einer Zeremonie durch, sodass ihr seht, was erwartet ihr oder was bekommt ihr von mir und was kann ich euch geben. Denn ich arbeite vielleicht nicht so wie jeder Trauredner. Es gibt wahnsinnig gute Kollegen, wirklich, aber das ist ganz wichtig, jeder hat einen anderen Schwerpunkt. Und mein Schwerpunkt ist, dass bei mir das Brautpaar im Vordergrund steht, ja, keine Frage, aber gleich im Anschluss alle Hochzeitsgäste kommen. Und mein Anspruch ist, dass jeder Hochzeitsgast nach der Trauung aufsteht und sagt, wow, das war geil. Ja, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und nach diesem Anspruch lasse ich mich gerne messen. Das heißt, ich werde bei eurer Trauung alles geben. Und ich komme aus dem Theaterbereich und aus dem kreativen Bereich. Genauso ziehe ich auch die Hochzeit an sich ein bisschen auf. Das heißt, ein Beispiel. Eine Trauung lebt eigentlich davon, von der Geschichte des Brautpaares. Und hier ist es herkömmlich so, dass man sich mit dem Brautpaar zusammensetzt und sagt, ja, jetzt erzählt mal, dass ich euch kennenlerne und so weiter und so fort. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich kann 20 Mal mit euch zum Kaffee trinken gehen. Ich werde euch nie so gut kennen wie der Gast auf eurer Hochzeit, der euch am schlechtesten kennt. Von daher, hallo, mache ich das nicht. Ich finde es spannender, anders, dass ich sage, kostet natürlich auch mehr Zeit, ja, und auch mehr Energie, dass ich sage, wer kennt euch denn besonders gut? Haben wir jemanden, mit dem ich vielleicht für euch was erarbeiten kann? Ja, rede ich mit den Müttern und mache mit den Müttern was, mit dem besten Freund, mit der besten Freundin oder mit den Trauzeugen. Also ich würde gerne in diese Richtung arbeiten und dann wird es nämlich richtig spannend. Oder ich stelle eine Frage ans Brautpaar, dass ich sage, wann war dir denn bewusst der eine oder keine? Und dann wird es plötzlich auch für die Leute spannend, ja, wo die sagen, oh, jetzt wird's interessant. Also ich möchte nicht dort stehen und so wie jetzt gerade euch eine Stunde jetzt irgendwie zulabern und ein Ohr abkauen, sondern meine Trauungen bestechen durch die Abwechslung. Darum bezeichne ich mich eigentlich nicht als Trauredner, sondern als Art Zeremonienmeister, ja, wo die Leute drin sitzen und sagen, wow, cool, wer kommt jetzt da? Wow, und der sagt auch noch was. War spannend, ja, dass wirklich hier eine Abwechslung entsteht. Macht mehr Arbeit, aber macht unglaublich viel Spaß und das ist eigentlich das, was mich antreibt. Denn viele Brautpaare sagen dann immer, ja, aber du wirst jetzt zu wenig von uns wissen, kriegen wir keinen Fragebogen. Ja, du weißt ja so gut wie gar nichts über uns. Stimmt nicht, denn ich telefoniere und das gehört auch zu meiner Spezialität, dass ich euch die komplette inhaltliche Organisation eurer Trauung abnehme. Das heißt, ich möchte die Nummer von jedem haben, den wir irgendwie in diese Trauzeremonie mit einbauen. Ich telefoniere mit der Musik, vielleicht auch mit dem Vater, der dich nach vorne bringt, mit den Trauzeugen und den Freunden. Und da dauert das Gespräch natürlich auch mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, wo ich dann sage, naja, wo man einfach auch mal über das Brautpaar spricht. Und so lerne ich euch von einer ganz anderen Seite kennen. Und so erarbeite ich auch meine Trauungen. Ja, weil ich schreibe meine Trauungen auf den Leib.
Klar, es gibt schon vorgefertigte Module, die gibt es, keine Frage, aber die müssen wir alle komplett immer umarbeiten, weil ich auch die Sprache des Brautpaares treffen möchte. Denn es macht einen Unterschied, wenn ich zwei Ladies traue oder wenn ich zwei Doktoranden traue. Ich kann hier nicht die gleiche Suppe hernehmen. Es geht nicht und das möchte ich auch nicht. Das ist mein Anspruch. Und dazu ist es wichtig, dass wir einfach mal eine Stunde skypen oder uns zusammensetzen und dann einen Ablauf erarbeiten. Und aufgrund dieses Ablaufs erstelle ich euch ein Angebot. Was man bei Hochzeiten, und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, wissen muss, ist, jeder von euch muss Schwerpunkte setzen, was er haben möchte. Ich vergleiche die Dienstleister einer Hochzeit immer beim Auto, mit dem Autokauf. Ja. Es fährt der Kia genauso gut wie der Golf. Ich muss nur wissen, was möchte ich. Bestes Beispiel, der Hochzeitsfotograf. Es gibt Fotografen für 1.000 Euro, es gibt aber auch Fotografen für 3.000 Euro. Und ich sage es euch ganz ehrlich, man merkt in 90% der Fällen den Unterschied. Ein Fotograf für 3.000 Euro legt eine ganz andere Nacharbeit rein, wie ein Fotograf für 1.000 Euro. Ich muss mir nur entscheiden, was möchte ich und wo möchte ich bei meiner Trauung den Schwerpunkt setzen. Drum lasst uns telefonieren, lasst uns sprechen und wenn ich euch jetzt nicht abgeschreckt habe, dann meldet euch bei mir und ich freue mich auf euch. Servus!